Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Ja, ihr merkt davon jetzt nichts, weil ich so viel im Voraus produziert habe, dass ich jede Woche was hochladen kann. Allerdings ist es seit der letzten Aufnahme von Part 22 ist es, glaube ich, gewesen, sind es anderthalb Monate gewesen. Wir haben jetzt den 28.09., wo ich das jetzt hier aufnehme, nur damit ihr mal wisst, wie... Deswegen weiß ich im Prinzip fast gar nichts mehr. Ich weiß, dass wir die drei restlichen Elementargeister finden müssen. Ich muss mal kurz trinken, sorry. Sorry, sorry. Ja, das Abendessen ist noch nicht lange genug her. Also, wir müssen drei Elementargeister finden, um dann irgendwas zu machen. Keine Ahnung. Und wir nehmen Ferro, weil wir den, glaube ich, so kriegen, ohne irgendeinen Kampf oder ohne irgendein Gebiet durchqueren zu müssen. Und danach werde ich mich in den Norden aufmachen. Zu Kristall, schieß mich tot, irgendwas. Und danach geht's in den Süden. Im letzten Part hatte ich irgendwas am Ende gesagt, dass ich noch leveln wollte. Das habe ich tatsächlich an dem Tag auch nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich habe nur noch mir kurz einmal den Skill von der Rita angeguckt oder so. Der neue Meteoritensturm oder wie das heißt. Und ja, ich kann euch auch jetzt schon mal sagen, was ihr dann nach diesem Projekt sehen werdet. Deswegen nehme ich jetzt weiter auf und versuche das Spiel möglichst schnell durchzuspielen, denn aktuell habe ich noch ein bisschen Resturlaub, bevor ich dann bei meinem neuen Arbeitgeber anfange. Nächsten Monat. Beziehungsweise, ja, wenn ihr das jetzt seht, habe ich schon längst angefangen und habe ich auch hoffentlich schon gut eingelebt. Und deswegen wollte ich die Zeit, die ich jetzt noch habe an freien Tagen, nutzen, um ein bisschen was aufzunehmen. Deswegen, nach Tales of Vesperia machen wir erstmal eine kleine Pause von Tales spielen. Und ich zeige euch, ich sage jetzt einfach mal, eins meiner Lieblings-JRPGs. Habe ich schon zweimal durchgespielt. Es ist aber so niedlich und so liebevoll gemacht, auch wenn es sehr altbacken ist. Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. In der, keine Ahnung was, Edition. PC-Edition halt. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Heißt sie auch Definitive Edition? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist ein super niedliches Spiel. Und das ist ein guter Anschluss hier dran. Als, Standardprojekt, was dann jede Woche ein Part kommt, eventuell auch zwei Parts, wir müssen mal gucken. Weil ich habe mal wieder Bock auf das Spiel gekriegt und dachte mir, komm, das wird dein nächstes, ja, langes Projekt, das nimmst du dann auf und ja. Werdet ihr dann sehen, wie wahnsinnig knuffig das Spiel ist. Mit Twists und Turns und. So, hallo Pharaoh. Wird er bestimmt nicht gut finden, dass wir ihn absorbieren wollen im Prinzip. Also ihr schon wieder. He's hurt. Why is he flying? Any idiot could come along and take him out. He couldn't put up a fight like this. It's probably so humans won't get his apatheia. Human greed knows no bounds. Even the sky offers no sanctuary. Then there really isn't anywhere that's safe. Pharaoh! Da haben die Boobies kurz gejiggelt. Hey, he's landing! It looks like he's calling us. Let's go. Pharaoh? Pharaoh, come on! I'm sorry. It was all for us. What do you mean? Pharaoh was a decoy for us at Zaude. The fate of the world is set. We shall meet our end. Duty unfulfilled. How unfortunate. You give up pretty fast for someone who fought for so long. Sorry, but things aren't over yet. Zaude is lost. The Adephagos has returned. Neither humans nor we possess the power of old. What more can be done? There's still hope. There's a new power. We would like you to become a spirit. A being that can control air even more. But to do that, we need your apatheia. You ask me to hand over my life. Your heart alone cannot save the world. But you must have the heart to save it. I am not long for this world. Do with me as you please. Oh Gott, jetzt kommt wieder das Minispiel. Denke ich zumindest.
Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. What if he doesn't help us when he becomes a spirit? Pharaoh loves the world. It'll be fine. Shall we? But the air crane here is all dried up. If I follow the flow of the air back, I should be able to pull it from within the world. Are you sure? Undine is telling me that. Okay. Oh, wir müssen doch gegen den Viech kämpfen. It worked. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. The spirit of fire. I feel unlimited power. It's been a long time, hasn't it, my leader? I congratulate you on your conversion. Such consideration. Bellius? So you too have... I am now called Undine, the ruler of the waters. I have changed form, so I too require a new name. You, who have reincarnated me, give me a name. Phoenix, Feuer und Wiedergeburt, Phoenix. The fearsome fiery fireball king! Such a powerful, terrible fire. The blazing one, Ifrit. I am now connected strongly to the world. And all seems new again. Even this wasteland is filled with power. Wonderful! Hey! He flew away! Hey! Where are you off to? Fear not. We are bound to you. Wherever you go, we are with you. The Intellikea and the Child of the Full Moon bear spirits. Nature's providence is great indeed. Man, they are so different before and after becoming spirits. They have totally different points of view. It's like, imagine if a fish became a bird. This is better for them than being some sage, always worrying about the world. You know, we're up to our eyeballs in problems. Saving the world sure keeps a guy busy. Well, the problems we're dealing with are a lot bigger than they used to be. What? Why is everybody looking at me? I got something on my face? Problems like you, Yuri. A lot. I hear that. Fate is definitely out to get you. After everything that's happened, I'm starting to wonder myself. But hey, I've done a pretty good job of getting us out of whatever mess we're in, right? You gotta at least give me some credit there. See, for Yuri, the end of the world's just one more problem that needs solving. Maybe that attitude's what's kept us seeing the light at the end of the tunnel. Gotta love the power of positive thinking. Okay, so, das war Pharaoh. Den haben wir jetzt also schon mal. Das heißt, 2 von 4 haben wir. Für die nächsten beiden müssen wir allerdings extra Gebiete durchqueren, mit einem Boss auch jeweils. Und wahrscheinlich dann auch das Minispiel. Eventuell wieder. Eventuell, ich bin nicht ganz sicher. Wie war denn das? Konnte ich so speichern? Ja, ne? Ja, konnte ich. Ne, kann ich nicht. Kann man, glaube ich, nur, wenn man auf dem Boden chillt. Ja, ich habe die Controls leider nicht mehr ganz so gut drin, wie es mal war. Das Maximum Fluggeschwindigkeit wahrscheinlich. So, ich glaube, eins ist irgendwo im Norden und eins ist irgendwo im Süden. We're lucky Pharaoh decided to help us out. He's a little extreme, but there's no doubt he cares for this world, just like Judy said. I've been hard on him in the past, but he has helped us out all this time. We must defeat the Autophagos and save the world for Pharaoh and his love of the world. Ah, no cheesy lines. Yeah, come on. Honestly, you two should learn to show your feelings. So, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das ist irgendwo da, wo halt noch dieses Verdeckte ist, sozusagen.
Das hier könnte es sein. Ja, das könnte es sein, tatsächlich schon. Das sieht so ominös aus, so neu. War doch auch irgendwie kristallmäßig, ja. Definitiv sogar, hier sind wir richtig. So. Ja, leveln weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das noch nötig ist. Wir versuchen es erstmal ohne. Ja. Und wenn wir total auf die Fresse kriegen, kann ich den Speicherstand laden, offscreen. Und kann nochmal leveln. Die Kristalllande von Eralumen. Oder Erealumen. Whatever. Kristalllande, so. And this looks like the center of the crystallization. It's beautiful. Like we're in a dream. It's air that crystallized at low density. Is this mana? I have to take a sample. This entire forest is a treasure. But it likely won't fit on the ship. Just okay. How do they come up with such different reactions? They just shatter. This is fun. You're so stupid. Nature didn't make this, you know. Huh? What do you mean? The center of a new land that just crystallized. Somewhere around here is the one who made that happen. And an air crane. What's up, Rapide? Find something? This is... Someone crushed these crystals, and it wasn't us. What curious fellow would venture all the way out here? Looks like someone got here before us. Watch out. Okay, here we go. Neues Gebiet. Ich habe keine Karte hier, ne? Nee. Wieso treffe ich damit eigentlich nie? Okay. Nicht das, was ich wollte, aber gut. Sorry, but you're going bye-bye. Paddy, wie wär's mit Zaubern? There's no way we're gonna lose. 1500 Erfahrung. Glaube ich gar nicht so wahnsinnig wenig. Hm. Leider brauche ich mal wieder sehr viel Dingsbumsens. Tja. Hm, Treasure. Nothing personal. Okay, what the fuck is happening? Wieso zaubert Patty nicht mehr? Ich meine, das Problem hatte ich ja schon häufiger, aber... Vielleicht überlegt sie es sich jetzt? Nope. Sie benutzt da irgendeine komische Attacke, um sich auf den Gegner draufzuschmeißen. Das will ich aber gar nicht. What the fuck? Wieso zaubert sie nicht? Das ist schon der zweite Kampf jetzt. Deswegen dauert das auch so lange, sonst wird das viel schneller gehen. Yeah. Patty, wie wär's mit Zaubern? Dafür habe ich dich eigentlich eingestellt. Mit deinen Wildzaubern ist nämlich eine gute Wildcard, logischerweise. What the fuck? I'm so confused.
Kann ich... So. Normalerweise müsste sie jetzt... Das ist auch nicht das, was ich gerade... Ja, das hier, das ruhig. Ziel entfernte Gegner. Nur Zauberarzt. Und ich darf nicht vergessen, dass ich ab und zu diese Überlimits einsetze. Aber gut, ich habe jetzt eh gerade nicht viel davon. Schade, dass ich nichts habe, was die MP auffüllt, ein Zauber. Das wäre nützlich. Oh, muss wohl nur Zufall gewesen sein, dass sie nicht gezaubert hat. Limit trunk natürlich. Dammit. B-Team. Oh, we're all over the place. Cowards. Jetzt macht sie den Meteoritensturm. Okay. Sturm. Der Meteoritensturm. Hello. Hey, I can break these. Eine Sephire. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich was anderes übersehen habe, wo man das hätte auch machen können. Ich glaube nämlich, hier war schon mal so eine Wand. Maybe. Maybe not. Ich dachte, hier wäre noch eine gewesen. Hier zum Beispiel. Okay, sah nur so aus. Hier wahrscheinlich genau dasselbe, ne? Da ist nix. Bild mir nur ein, dass da was ist. Die Musik hier ist sehr merkwürdig. Ja, aber freut euch wirklich auf Dragon Quest 11. Wenn ihr es noch nicht kennt, ist es wirklich so ein knuffiges Spiel. Auch wieder richtig gute Charaktere. Und das Kampfsystem ist natürlich ein bisschen... es ist halt turn-based, ne? Aber wirklich, es macht Spaß. Das hat alles liebevoll gemacht. So, wird sie jetzt zaubern? Jetzt zaubert sie wieder! Tada! Problem gelöst. Okay, der ist schneller umgefahren, als ich dachte. Ich dachte erst, es ist so ein Elite-Mob oder so. Und da müssen wir auch aufpassen, ne? Ihr wisst ja, die Elite-Mobs sind häufig stärker als die Story-Gegner. Jetzt kloppt sie wieder. Oh Gottes Willen. Die macht mich wahnsinnig, die Olle. Du sollst zaubern, Mann! Oh well. Ist dann halt so. Das hat sie wieder gezeigt. Kann auch die Kamera sich nicht ändern, ne? Na, besser so als Hinterhalt kämpfen zu kriegen. Die gute alte Springflut. There's no way we're gonna lose.
sie immer verquiekende Geräusche macht. Sollte wohl reichen. Ob es hier irgendwelche versteckten Sachen gibt? Kann nämlich nicht alles kaputt machen. Naja, das hier natürlich, weil man hier durch muss. Da ist ein Monster eingefroren, glaube ich. Oh well. Jetzt ist er sauer. Ist ja nur einer. Wie ging denn das noch mit dem Wechseln? Ah, das ist doch manuell. So. Und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie man den Limit Burst auslöst. Ich glaube, ich muss irgendeine Taste... Genau, ich muss die... Ja. Boom, Junge. Meteor Storm. Ich muss die... Ja, die... Ich wollte gerade sagen, Falltasten drücken. D-Pad-Tasten drücken. Ich weiß noch nicht mehr, in welche Richtung und um welche Stufe auszulösen. Aber wow. Mann, gibt's hier viele Gegner. Ist hier irgendwas? Aber nicht, dass ich gegen jeden kämpfen muss. Großartig. Gegen ihn muss ich kämpfen, weil ich will an die Truhe ran. It's nothing personal. Patty, wie wäre bezaubert worden, oder? Nein, sie klopft lieber. I don't get it. Manchmal macht sie, was ich möchte, manchmal nicht. Jetzt dauert sie wieder. Ich frage mich, wovon das abhängt. Ich muss sagen, ihre Meteoritensturmfähigkeit ist ziemlich stark, ja. Betäubungstal ist, man findet Betäubung. Who would have guessed? Wir gehen halt auch immer die Gummis aus, ne? Dafür eignen sie sich gut, alle heilen. Das doofe halt, ich weiß auch nicht, wann ein Bosskampf kommt, ne? Wann es also im Prinzip Zeit wird, Estelle reinzuholen, weil Fakt, jedes Mal, wenn man einen starken Heiler bräuchte, dann macht Patty nur Angriffszauber. Häufig zumindest. Da auch noch eine Truhe hinter ist, ja, tatsächlich. Und dann würde ich einfach auf den Sack kriegen. Ich glaube, das sind sogar zwei Truhen. Deswegen, also, Bosskampf tausche ich Patty aus gegen Estelle. Definitiv. Einfach weil Estelle viel zuverlässiger halt. Und ihr seht es ja, manchmal greift Patty mit Hand an, was total dumm ist. Oh, was geht denn? What the fuck? Sie gerade mit einer Rakete abgehoben? Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch Magie 3 durchgelernt. Ich weiß nicht, ob sie noch runtergekommen ist, aber... What the fuck? Traumstern. Spring auf eine magisch erscheinende Rakete, die verschiedene Effekte verruft, wenn sie verschwindet. Also sowas wie ein Buff. Okay, lass ich erstmal an. Why not? Cowboy-Hut. Okay. Und seltener Protektor. Ich glaube, den trägt Estelle bereits, kann das sein? Ja, tatsächlich. Tja, dann... kriegst du den seltenen Protektor. Brauchen ja sonst eh nicht. So. Jurin Cowboy-Hut, wa? Ne. Na, ganz alles schnell. Ich frage mich, wie groß dieser Bereich ist. So, warte mal, da müssen wir nicht lang. Hier. Hier müssen wir lang. Oh, ich glaube, ich habe noch erwischt. Gerade so, ja. Hey, sie zaubert. Sie macht mal das, was sie machen soll. Zaubert Wiederbelebung auf sich selber, nur um dann anzugreifen.
Okay, sie bufft also ordentlich. Sie hatte gerade sogar irgendwie eine Regenerationsfähigkeit auf uns drauf gemacht. Ich weiß nur nicht. Ups. Weißt du nicht welche? Ananas-Gummi. Das halt schön viel. Ich sollte aber nicht alles verbrauchen. Ein Katzen. Oh nö, die schon wieder. Nan! The hunting blades are currently patrolling the area. Leave it. Okay. Nan! She dead. These wounds are terrible. Moment, ich fülle gerade wieder die Dampfe nach. Come on, Nan! Carol, what are you doing alone? Where's the boss and Tyson? Master and the others went on. What? They left you behind? The boss is one thing, but I can't believe Tyson wouldn't take you. What happened? We wound up fighting our target here. I couldn't do anything, just like always. Master said it's because I had doubts. Doubts? I hate monsters. They shouldn't be alive. I still feel that way. But now, at a time like this, hunting monsters isn't that important. There are other things we should be doing. When I told him that... They up and left you. Fools. With everything the way it is, how can they not take another look at their lives? That's terrible! I mean, Nan's right! Relax, Carol. Hey, the hunting blades are after Entelechea, right? We should hurry. Yeah. Nan, can you walk? Huh? Yeah, but it's too dangerous to be alone here. Come with us, Nan. Carol, okay. Ein Speicherpunkt. Leider kein... Oh. Egablook. Leider kein Heilspeicherpunkt, aber gut. I take it. Mal eben anders hinsetzen. So. Oh, der alte Mann hier, ne? Du, demnächst muss er nicht mehr schwer arbeiten. Jedenfalls nicht mehr so schwer. I don't care what rock you crawled out from. Bring it. Der fliegt sie weg. You thought you could win? Yes. Highlander. Von einem berühmten Schmied gefertigtes Schwert. Es ist schlecht, macht den Besitzer aber stolz. Besser als unsere Waffe? Kann doch nicht besser sein als falsches Deinomos. I'm confused. Ah, wartet mal. Ich glaube, das war eine... Naja. Das war eine Estelle-Waffe. Beziehungsweise Flynn-Waffe, der nicht in unserer Party drin ist. Holzbrecher? Hä? Wo ist dieses Kackschwert hingekommen? I'm so confused. Warte mal. Müsste doch hier irgendwo drin sein. Highlander. Doch ein Schwert für Dingsens. Hä? Doof? Wo hast du das denn? Wo hast du das denn hingesteckt? Da ist es. Es ist ein bisschen schwächer. Hat halt aber andere Fähigkeiten drauf. Und wir können neue Sachen lernen. Ja, das bisschen weniger Schaden macht ja nicht so viel aus. Vor allem, das ist die normale Version. Sprich, können wir auch nochmal aufrüsten und dann ist es vielleicht sogar besser. Hier wird sich wahrscheinlich auch eine Truhe hinter befinden. Jawohl, machen wir das noch eben. Danach speichere ich nochmal, weil dann kommen wir ja auch weiter. Body Bubble! Battle Mode activated. Das will ich aber gar nicht, dass du das machst. Aber sie rennt mal wieder hin und fliegt mit ihrer Rakete los. Dauert ganz schön lange, bis sie wieder runterkommt. Ich bin nicht sicher, ob die Fertigkeit so wahnsinnig viel bringt. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass sie die, um die auszulösen, dass sie zum Gegner hinrennen muss. Ach, machen wir es mal aus. So. Außerdem will ich sie eh aus der Party rausschmeißen, wenn der Boss kommt. Finsterer Rächer. Check nach dem Inventar.
Oh, wusste ich gar nicht, dass sie schon eine höhere Version davon trägt. Ja, hab noch genug. Wie viel heißen sie noch? Wow. Denken und sprechen. Ich kann's nicht mehr. Sag schnell. TP, glaube ich. Geschick. Ja, Geschick heißt die Zauber. Oh, der Wunderboden. Der bringt wirklich viel, weil er halt nämlich alles bei uns voll. Alles. Wenn sie das immer machen würde, wäre das geil. Dann wäre das unvernichtbar, unzerstörbar. Jetzt sind sie natürlich attackiert. Aufhockiert hier. Puff. Ja, der Brunnen geht auch nochmal klar. Okay, Ui. Wenn das mal kein Elite-Mob ist, dann weiß ich es auch nicht. Ach du Scheiße. Der sieht böse aus. Ah, eine Mimik. Haben wir auch schon lange nicht. Zeitstaub. Nicht, dass das nötig wäre, aber okay. Ja. Ein Meteoritensturm. Und sofort stirbt das Ding. 25.000 Gold immerhin, ne? Das Ding da macht mir ein bisschen Angst. Vor allem, ich habe keinen Heilspeicherpunkt hier. Oh well. Ich habe ja gespeichert, ne? Ach, Paddy. Why are you so stupid sometimes? Das ist nämlich das Gute bei Estelle. Die geht nicht einmal plötzlich zu den Monstern und haut die. Nein, die ist immer am Zaubern, wenn man das will. Da trifft sie nicht mal. Genau. Okay, also ich schmeiß jetzt Patty aus der Party. Einfach weil da gleich ein Elite-Gegner kommt. Zitronengummis? Sind die nicht für HP? Ich glaube. Ja, Ananas war. Ja, toll. Voll die Verschwendung eigentlich, aber naja, wenn sie hier eh rumliegen. Ah, Ananas-Gummis waren da auch noch drin. Okay. That's nice. That's very nice, actually. So, bye bye, Patty. Du bist mir zu loose. Beim Leveln? Gerne, okay. Aber wenn ein tougher Bosskampf ansteht, dann habe ich lieber einen verlässlichen Zauberer in meiner Party. Hey, da ist ein Heilspeicherpunkt. Wieso habe ich... Jetzt habe ich die ganzen Dinger benutzt. Das wäre komplett unnötig gewesen. Ja. Ah, da ist auch noch mal ein... Okay, das ist vielleicht gar kein Elite, was wir bekämpfen müssen. Denn es scheint einfach nur... Teil einer Cutscene zu sein. Wo dann also die Story wahrscheinlich weitergeht. Vielleicht ist das auch der Entelekea-Dingstens, was wir brauchen. Kann ja auch sein. Okay. Ich will noch gucken, was da hinten ist. Bevor ich jetzt. So, Estelle, dann zeig uns mal, wie das geht. Hey, wir haben was gelernt. Sehr schön. Revitalisierung. Oh, das ist doch das, was Dingstens immer macht. Was Patty manchmal zaubert. Das Merkwürdige ist, warum benutzt du das jetzt, wenn es eigentlich gar nicht nötig ist? Ja. I will let it go. Ich gucke, das ist verlässlicher. Bei Estelle, da weiß man, was man hat. Ja, ich habe das Spiel ein bisschen vermisst. Zwei Truhen haben wir, das nochmal. Oh, das mochte er nicht. Was? Du schießt mich mit deinem Hexerring an? Ich werde gleich sowas von die Dingsens benutzen. Die. Sag schnell. Limit Burst oder wie das heißt. Wenn wir einen Bosskampf haben, wovon ich mal stark ausgehe. We won!
Meteoritensturm ist krass. Vor allen Dingen verliert gar keine MP dadurch. Oder TP. Oder was auch immer. So, was haben wir hier? Longinus. Habe ich den nicht schon? Wow, das ist ein Upgrade. Okay, here you go. Und Intro Nummer 2. Eine neue Waffe für Dingsens. Potenziell. Aber ich glaube, wir haben schon das Stärkste für ihn. Orochi. Es ist stärker. Was lernt er denn gerade? Luftkombo und Überlimit Plus. Das sind eh Sachen, die ich nicht wirklich brauche. Ah, wir brauchen jetzt gleich so viel Damage wie möglich wahrscheinlich. Weil Bosskampf und so. Ah, komm, den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch eben mit. Focus on the enemy in front. I gotta try and keep up. Siehste, so haben wir nochmal ein Level-Up für Repeat gekriegt. Mir fiel gerade der Name nicht ein. Was haben wir hier drin? Ah ja, Trank des Lebens, genau. Gut. So, also muss ich gleich, wenn der Bosskampf startet, auf manuell schalten und dann, also während sie nicht zaubert, und dann die Falltasten drücken und dann wieder auf automatisch schalten. Ich glaube, so habe ich es immer gemacht. Dann kommt ready, bam, ready, bam. It's gonna be great. Gusios. Ja, das ist da wohl kein Elite Gegner. Back at Kaer Bakram. So the Hunting Blades have a history with them. So which one of them is our bucko? Which one is... what now? Judith, wait! Something's wrong! Master! Why? Why won't anything hurt it? Ja, wir können gleich natürlich durch einen Wunderzauber machen. Schaden, Entschuldigung. You don't know what you're doing. I told you, you just get in the way. Run! There's nothing you can do here. No, the guild is my family. I can't just leave you to die. Damn it! Nan! You. Gusios, calm down. Tell me what happened. What is that? A spirit. A spirit. Gusios, you... Undine, what happened to him? It doesn't look like he's in the mood for talking. Even Entelechia cannot ingest limitless amounts of air. Those who ingest more than they can endure... change. And... No! Become Adafagos themselves. Oh. What? So he got like this by trying to protect the world. Gusios. Save him. While he is still Gusios. Auf Deutsch, hau ihm auf die Fresse. Right. Okay. Yep. Guess this is how it has to be. I can't believe we have to. Ich bin etwas langsam, aber okay. If there's no other way, then. Then we'll do it. There's no way to save him if he becomes an Adafagos. You're right. Oh.
Peter ist verwirrt. He mad. I am so gonna make you hurt. He very mad. Toll. Das heißt aber nicht, dass er schon down ist. Ne. Oh boy, die Peter hat schon mal keine TP mehr. Yummy. It's all we can do. Sehr schön, dafür habe ich sogar eine Errungenschaft gekriegt. 18.000 Erfahrungen. Ich sag's euch, es liegt einfach daran, dass das Team gut zusammen funktioniert so. Dass du eine Heilerin hast, einen Zauberer, der richtig Damage macht und dann die zwei Mini. Es funktioniert einfach und meine Güte, 18.000 galt, okay. Ich meine, anderthalb Minuten. Seltsamer Stand. Ja, siehst du, das ging doch super. Lucios, I'm sorry. What? He's gone. Now you want to hate this too? That's the soul of that monster. I've got to crush it. Mm-mm. He's not a monster. They were trying to protect the world. This is something even a sea slug could understand with a bit of thought. I don't care what the Antilochia were for. You knew. All this time, you knew what the Antilochia were. You knew and you still hunted them? With the world like it is? 10 years ago, the Antilochia killed my family. And it's not just me. Most of the hunting blades have lost something important to monsters. No matter what happens to the world, my feelings for these things will never change. But you're wrong. What? No matter what you do, you can't bring anyone back. You aren't the only ones who lost loved ones in the war. But some try to be positive and keep living. You can't save anyone, yourself included, if all you do is lash out in hatred. Instead, you should treasure the ones who are still here. I think it's admirable to protect a city from monsters, but... Don't just be pig-headed about it. Do it when the world is, you know, okay. It's too late for me to change. Huh. If you're gonna get in our way, then we'll settle things here. Chief. Pussy. Please wait. Let me at least heal you. Get up, you maggots. We're withdrawing. Thank you. I wonder if he understood. Zumindest sie. Who knows? Ein bisschen dankbar. So let's make a spirit. Oh Gott, kommt jetzt wieder das Minispiel. Ich befürchte es fast. Oder auch nicht. Oh, look at it. Guess it worked. But he's not opening his eyes or moving or anything. His consciousness itself was nearly taken. He will not wake for a while. Now, give him a name. What's his element? A power rooted deep within the world. Earth itself. Earth? Hmm. The spreader of roots. Gnome. Gnome, alles klar. The spirit of Earth. Gnome. Let us tell him once he awakens.
can't believe Entelechea, who tried to control air, wind up as Autophagos. People can't understand anything except what they see with their own eyes. So after all that happened, turns out the worst thing in the world is people. Humans. We're our own worst enemy. Which means we have to work that much harder. Yeah, you're right. Okay. Oh, ich habe noch eine Schwäche, aber müsste durch den Heilspeicherpunkt eigentlich verschwinden. So his family was killed by the Entelechea. Clint, was it? The grudge he's got against them won't fade anytime soon. Maybe he has his reasons, but I think just hunting monsters has been his purpose for a while. I was like him once. I only lived to destroy Blastia. But you've grown since then. Then maybe he can still change, like you did, Judith. I don't know. Either way, we've got our own goals to worry about. Right, Carol? Huh? Yeah, you're right. Okay, dann fehlt jetzt noch einer der Erdgeister. Erdgeister, what the fuck? Wer ist mit Geistergeister? Geistgeister, ja, genau. Ja. Dafür müssen wir in den Süden irgendwo. Wenn wir schon finden. Sag mal, gab es irgendwie ein Item, wodurch man schneller aus dem Dungeon rauskommt? Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Außerdem müssten wir auch vorher, glaube ich, unsere Sachen nochmal auffüllen. Spezifik. Das kann man benutzen, wenn, ja, alle out of TP sind. Oder das hier, ja. Freue ich mich drauf. Wie ging das? Gab's da nicht irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Wanduhr? Okay. Ich hab's halt so lange schon nicht mehr gespielt, aber ich glaube, es gibt keinen Item wie in Dragon Quest. In Dragon Quest würde man einfach einen Chimärenflügel schmeißen und dann. Und dann wäre man raus aus dem Dungeon. Okay. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht in zu viele Monster rein. We shall see. Ja, eigentlich nur irgendwie wieder zurücklaufen. Oh, Goosey turned into Gnome safe and sound. That's a load off. Yes, it would have been tragic if he'd transformed into an Autophagos. Yeah. He's just fulfilling the role he was meant to play. I doubt he ever thought that his transformation might have caused the cataclysm itself. I feel for the poor Entelechea who became Autophagos in the past. If only they'd had the option of spirit conversion. Young lady, don't dwell too much on all the what-ifs. Maybe they didn't have a choice. But those who became Autophagos are trying to devour this world. That is the reality. I know. But it's just so sad. Pausier mal, bis ich wieder raus bin, es sei denn, es kommt wieder so eine Cutscene, ja? So, eine Cutscene. So Area Lumen is something Gusios created. Right. I remember seeing a similar crystal back at Kaer Bakram. Yeah, you were pretty absorbed in that thing. The Rita radar never lets any objects of interest go undetected. Oh, I forgot. If Gusios undergoes spirit conversion, I won't be able to investigate him. There goes the Rita radar. Don't get carried away now. So, wir sind durch. Ich habe übrigens gerade noch ein Item gefunden, wo ich beim ersten Mal dran vorbeigelaufen bin. Direkt hier hinten, da wurde, war wieder so eine Kristallwand mit einer Kiste drin. War aber nur ein Milchgummi drin. So, wir benutzen mal eben... Ah, wir können ruhig ein richtiges Zelt benutzen. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt ist das Ding, wo können wir noch mal die ganzen ich bin gerade am überlegen, wo wir die besten Gummis und so kriegen. Hm.
Und ich glaube, das war da in der Stadt von der Ollen. Geburt der Geister, ja, können wir uns da auch noch angucken. Dann muss ich das andere Gebiet noch lokalisieren. So. Da ist das Ding, gut. This world is changing. What's wrong, Judith? One wrong choice could have led to far greater destruction, but instead the spirits were born. Sometimes we have to make difficult choices for change to occur. The spirits are proof of that. Maybe their current form shows the future the Intellikea hope to create. Yes, I think you might be right. One day, Ba'ul might also face the decision of becoming a spirit. If the spirits represent evolution for the Intellikea, then... Okay. Die Kritia-Stadt, genau. Ja, wie gesagt, anderthalb Monate her. Alles ein bisschen verschwommen in Erinnerung. Jetzt bin ich gerade überlegen, wieso zeige ich euch das hier eigentlich? Eigentlich ist das ja recht uninteressant. Ich weiß nicht, wie lange der nächste Bereich dauert. Ja. Ja, wir sehen uns wieder, wenn wir beim nächsten Bereich angekommen sind. Dann sparen wir uns so ein bisschen Zeit. Ihr müsst jetzt ja nicht jeden kleinen Schritt sehen. So, guess what? Nicht nur, dass wir eine weitere Katze hinkriegen, sondern ich habe auch noch ein Gigantomonster in dieser Kristall-Dingsbumsens nicht gefunden. Das werden wir jetzt gleich noch suchen gehen, bevor wir in den nächsten Bereich aufbrechen. Angeblich hätte man da noch irgendwo durch Kristalle durchgekonnt und dann hätte man ein Gigantomonster gefunden. Und drei weitere Waffen, glaube ich, auch noch. Ich hoffe, ich finde es von der Beschreibung her. Besides, in the end, I was unable to save Gusius. He wasn't allowed to decide whether he was for or against becoming a spirit. It's not your fault. There was nothing else you could have done. We won't let his sacrifice be for nothing. We'll use the spirit oh, Carol, so to defeat the Autophagos. Right. Jetzt sehen wir. Yes. Ba'ul says that aside from spirit conversion, he will do everything in his power to aid us. I'm glad he's on our side. Okay, so, also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Gigantomonster gefunden habe. So, ich bin zwar noch nicht beim Monster angekommen, aber ich habe Waffen gefunden. Wenn auch nur fürs B-Team, glaube ich. Ja. Schwertpeitsche. Ja, ist natürlich viel stärker, was normale Angriffe angeht, aber bringt mir natürlich nichts. Gut, ich... Der hier ist stärker. Ja, ich rüste mal für die neuen Bögen aus. Wie hieß das Ding noch? Schlagadler? Ich glaube, ja. Aber wir sind in der Nähe davon. Also, da war nämlich noch eine Abzweigung rechts, wo ich beim ersten Mal dran vorbeigelaufen bin, weil ich den Speicherpunkt in Sicht hatte. Aber davor war halt auch noch eine... Goddammit. Der dreht sich nicht schnell genug. Aber ja, wir sind jetzt gleich beim Gigantomonster. Dann wird das eben ein bisschen längere Folge heute. Ist das halt so. Hab ja auch schon lange hinaufgenommen. Kann man auch wieder eine längere Folge machen, glaube ich. Nicht wahr? Yeah! Das ging zumindest schnell. Und ich glaube, Repeat ist ein Level aufgestiegen. So, dahinter müsste gleich irgendwann das Gigantomonster kommen. Die wisst ja, die sind stärker als normale Story-Bosse. Holy shit. Aber mit dem Team geht das schon. Estelle macht jetzt übrigens dasselbe, dass sie ab und zu einfach mit ihrem Schwert angreift. Aber sie macht das nicht so lange wie Fettel. Fürchte auch, ich werde keinen Speicherpunkt haben. Na. Was ist das Gigantomonster? Ne, kommt bestimmt noch weiter. Scorpia. Habe ich das nicht schon mal gefunden? Neptun trägt sie gerade. Hey. What the fuck? Achso, weil es Vitalität 3 und Geist 3 hat. Steigert das. Das steigert ja alles, Alter. Krasses Ding. Weißt du Bescheid? Ja, wie gesagt, ich bezweifle, dass ein Speicherpunkt kommt. Ah, da ist das. Gigantomonster, ich sehe es schon. Sorry, but you're going bye-bye. Ja, ich habe auch fast wieder vier Balken. Dreieinhalb.
Beispiel mein Overlimit. Das hat beim letzten Mal nämlich auch ganz gut funktioniert. Jetzt werden wir gleich gegen das Viech dann benutzen. Mein, der letzte Kampf war auch nicht so schwer, dass Estelle die Krankenschwester rausholen musste, was ja der OP-Zauber überhaupt ist. Wobei inzwischen kannst du ja auch den anderen, der auch eine große Fläche hat. Was gut für die Melee-Typen ist, wenn die Schaden entstecken. Weil das die halt sofort voll halten, mehr oder weniger. Ja. Und trotzdem bin ich etwas nervös, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich gespeichert habe, ehrlich gesagt. Hatte ich draußen gespeichert, ey? Ich hätte vielleicht speichern sollen. Bin mir nicht mehr sicher, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Wir müssen einfach gewinnen. So einfach ist das Ganze. Wir müssen einfach gewinnen. Ja, wir machen mal voll. Ich guck noch mal. Ja, machen wir das mal aus. Wir haben jetzt mal nur die guten Sachen an, die Heilsachen, ja. Ich glaube, ich kann alles an Talentpunkten brauchen. Ich wünsche mir Glück. Ah, goddammit, wir müssen da noch normale Gegner vor sein. Ich dachte, ich kann da direkt hinlaufen, aber nein. Okay, so weit ist es jetzt auch nicht. That thing looks mean. Ich habe ein bisschen Angst. Aber diese Elite-Monster sind halt wirklich stark. Oh well. Die macht man nochmal auf manuell links. So. Mit. Oh, oh. Knie auf die Mage. Oh, überlebt. Ja, natürlich so eine Sturmfähigkeit, aber macht jetzt nicht allzu viel Schaden. Sollte kein Problem sein. Diese war doch easy. Hat auch nur 10.000 Erfahrung gegeben. Gut, ich meine, das kann man vorher nicht wissen. Zumindest kriege ich ordentlich Ability Points. Da hinten ist, glaube ich, noch was. Ja. Wir kriegen noch ein bisschen Belohnungen. Nämlich drei weitere Truhen. Oh, muss natürlich auch noch eben. Und dann kehre ich wieder zu meinem Ursprungsplan zurück und pausiere die Aufnahme, bis wir dann beim nächsten Bereich sind. Bin ich natürlich fähigkeitsmäßig relativ leer. Ja, auch Estelle haut manchmal zu. Mag ich eigentlich nicht, aber okay. Passt schon, passt schon. Was haben wir denn Nettes? Safran. Basilikum. Und rotes Bohnenkraut. Die Dinger, die ich nie benutze. Achso, ja, genau, pausieren. Da war ja was. So, nachdem sich die Aufnahme mal wieder kurzzeitig selbst wieder reaktiviert hatte, weil ich auf der Tastatur was am Schreiben war, habe ich es gefunden. Es ist hier. Also auf diesem Felsen.
Musste aber auch erst eine Beschreibung googeln, damit ich das gefunden habe. Weil ich dachte, das wäre ein separater Kontinent, der auch wieder neu erschienen ist. Die Relais-Wiese-Senke. Ein sehr tristes Land. So this is Relais? Yes, Baul says it is. But I don't see any Aircrene or Entelechea. Looks like we can take this path down. It's a long way down. Yes, it is. Now that is a sight to behold. Please be careful not to fall, Patty. Carol's the one you ought to be worrying about taking a tumble here. That's not true! Let's get going. Yes, it looks like that's all we can do. Hey, why don't we just ride Baul all the way to the bottom? No, it's narrow, and the wind is all over the place. It's a little too dangerous. This wind is fierce indeed. This place must be where all the gales are born. That means this valley is the mother of the wind. The mother of the wind, huh? I can see a river way down at the bottom! This is what happens when a river wears away at the earth for years and years. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass es hier so echoed. The power of nature. Who knows how long it took to make this? Whoa! I get all dizzy when I look straight down. Idiot. Well, just make sure you don't slip and fall. Okay. Ein langer Weg nach unten und ich rechne mit wieder versteckten Items wahrscheinlich. Piu. Und ich rechne auch mit, ja. Holy shit, what the fuck is this? Mit jede Menge Monstern. Let's fight it. Komisch aus. Ist dein Sound irgendwie wieder lauter geworden oder will ich mir das sagen? Ich habe sowieso das Gefühl, manchmal ist der Sound des Spiels ein bisschen laut. Ein Tim würde sagen, ist genau richtig so. Und alle anderen so, turn it down! Ja, die geben wieder noch ein bisschen mehr. Ah, goddammit. Sorry, but you're going bye-bye. Immer diese Mimics. Okay, das war ja weak. Aber Hauptsache 20.000 Gold geben. Mortis Stab, ein Stab im berühmten Hexagold, der kann auch zum Zuschlagen verwendet werden. Eine Waffe für Judith. Interessant. Ja gut, ich meine, sie hat ja gerade erst eine neue Waffe gekriegt und das ist halt... Das Ding ist stärker. Au. Es ist ein Stab. Mischgummi? Repeat? Ja. Juri kriegt einen Apfelgummi, komm. Wir wollen mal nicht geizig sein, ey. What the fuck is this? Ich kann es nicht treffen, ist zu hoch. Schieß drüber hinweg. Wie sieht das also aus, wenn eine Schlange, ein Adler und eine Krähe ein Kind hocken? Zumindest kriege ich ordentlich Erfahrungspunkte. Okay. Verschiedene Pfade. Einer führt meistens den Weg weiter. Ein anderer führt zu extra Items, so wie das hier. Ja, damit. Ah, noch was. It doesn't seem fair. Und an der Springflut. Ja. Ja, also erfahrungspunktemäßig ist das hier schon ganz gut. Okay, what the fuck? Da geht's weiter?
I'm so confused. Es kann auch sein, dass da unten... dass da unten nur noch eine Truhe versteckt ist. Pass auf, jetzt gehe ich hier lang oder dann geht es hier in echt weiter. Das ist doch immer so, oder? Ah, okay. Könnte auch sein, dass wir beide Wege gehen könnten. Ey, du fettes Viech, wieso kann ich dich nicht treffen? Oh Gottes Willen. Oh well. We'll destroy them in no time. Don't be so sure. Ja, Level geht gut hier. Barmutsträne. Eine in einer Drachenleiche gefundene Axt. Sehr schwer. Kann nur von geübten Kriegern geführt werden. Witzigerweise kann das der Yuri auch tragen. Ist bestimmt stärker als sein. Heilende! Ja, aber nicht viel. Mag ich mit Schwert ja sowieso lieber. Meine Gummis, ich brauche mehr Gummis. Wundergummi. Oh, mein Dings, ich möchte schon wieder alleine steuern. Das ist wirklich stark. Wo ich die her? Oder habe ich die hergestellt? Kann ich bitte selber steuern? Spiel? Danke. Spiel sagt nein. Let's see, what's down here? Okay. Das sieht aus wie eine Blockade, die ich zerstören kann, wenn ich an dem Ding vorbeikommen würde. Komm ich aber nicht. Jetzt treffe ich nicht mal mehr. Hallo. Wow. Wirklich jetzt? Ach komm. Also die Hitbox davon ist aber wirklich beschissen. So. Das wird voll die Umstellung, wenn wir Dragon Quest beim nächsten Mal spielen, also nach dem Spiel hier. Und ich dann wieder selber alles eingeben muss. Alright, here we go. Yay! Alright! Vielleicht kriege ich hier. Okay. Das ist Bullshit, ich kann hier nicht durch. Ich schätze, dafür braucht man den. Naja, den Ring. Von der letzten Stufe her. Den haben wir natürlich noch nicht. Den können wir auch, glaube ich, erst kriegen, wenn wir alle Erdgeister... Dieses will ich mal Erdgeister sagen, wenn wir alle Geister gekriegt haben. I take it. Muss ja jetzt nicht gegen jeden Gegner kämpfen. Drachenprotektor. Das ist bestimmt besser als das, was er trägt, oder? Oh ja, viel. Das ist viel. Da oben ist auch noch eine Truhe. Oh Gott, hier wird es ja noch richtig verdingsbums verwinkelt. Ich will eigentlich nur noch eine Truhe finden, aber okay. Weil nachher geht hier der reguläre Weg weiter. Hier geht's jetzt wieder nach oben. Oh Gott, ist das verwirrend. Ich glaube, ich habe aber... Das ist aber nicht dieselbe Spur. I'm so confused. Der Heilzauber ist echt stark. Oh oh, Mage wird angegriffen.
Aber wir kriegen auch echt ordentlich, ne? Kritia-reif. Hm. There you go. Benutze ich zwar nie, also sie. Ich bin echt verwirrt, wo es jetzt weitergeht. I have been trained by knights. I won't lose. Oh, Estelle ist mal wieder auf dem Ego-Trip. Wie wäre es, wenn du einfach nur zauberst, Estelle? Und nun passiert das hier. Alle auf die Fresse kriegen. Are you done already? Yes, ja, zumindest kriege ich Erfahrungspunkte. Still confused where to go. Heldenmantel für Paddy eventuell. Wo haben wir denn? Da. Ja, definitiv. Da geht's nicht weiter. Hier geht's also auch nicht weiter. Ne, warte mal, von da komme ich. Da oben war aber auch nur eine Truhe, ne? Ach Gott, das wird denn so verwirrt hier. Ja, ja, da war nur die Truhe. Okay. Dann war das hier also Bonusareal im Prinzip. Denke ich zumindest. Da muss man wahrscheinlich lang. Mein Überlimit werde ich mir natürlich wieder aufbauen für den Bosskampf. Resound, O cry of victory! So. Na gut, eigentlich ist der Weg jetzt ziemlich offensichtlich. Oh oh. Kann ich den Busch da wegfetzen oder wollte ich auch den stärkeren Ring? Ehrlich, Zauber tut doch mal was Sinnvolles. Yay! Yeah. Ich achte nie darauf, ob die bestimmte Gummis droppen, die ich dann mehr Freunden. Ach, das ist doch mies. Wieso braucht man für alles den krassen Ultra-Hexer-Ring? Ich heile mich jetzt mal nicht. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass gleich noch ein Heilspeicherpunkt kommt. Okay, hier ist jetzt auch nochmal ein Weg. That's so confusing. Scheint ein größerer Bereich zu sein als der Kristall-Dingbumsens-Bereich. Ich muss wirklich darauf achten, was sie droppen. So, also da wir nach unten müssen, tippe ich jetzt einfach mal darauf, dass wir hier noch Bonuskram finden können. Das gab viele Erfahrungspunkte. Ja, okay, gut. Und da ist die andere Truhe, an die wir nicht rankommen. Todbringer. Ich hab doch gerade erst eine neue Waffe für ihn gekriegt. Ist auch wieder stärker. Oh well. Erstmal soll er das durchlernen.
Verfehl immer. You thought you could win? Mindestens eine der beiden hat er durchgelernt jetzt gerade. Ich hätte nichts gegen den Heilspeicherpunkt jetzt so langsam. Dagegen habe ich auch nichts. Okay, hier forkt's wieder. Forkt ein bisschen. Goddammit! Ich hab mich noch nicht geheilt. Aber ich glaube, wir sind noch nicht da. Kann ich mich vorstellen. Hey! Hang on! This kind of stuff gets to us, old folks. Come on, old man. Yeah, you're gonna have to climb back up when we're done. He's dead. Okay. Someone's coming. Person. Oh, nur wieder. Hallo, Duke. You. Duke. Appearing out of nowhere as usual. Many thanks for rescuing Yuri. Why are you the one thanking him? What are you doing here? We heard there was an Antilochia here. We came to ask it to become a spirit. A spirit? A being that comes from reincarnating an Antilochia through an Apatheia. We might be able to solve the air problem completely with the spirit's power. By converting air into mana. I see. That's why. Duke? Reincarnation. Converting air. You are trying to remake the world itself. All to solve a problem that humans themselves brought about. Such arrogance. But if we don't fix the air problem, the Autophagos will destroy the world. Bellius understood. She became Undine and is lending us her power. Pharaoh as well. He was reborn as a Freet. The proper form of Terka Lumeres is one in which all living things, including Entelechea, live in their natural state. You understand that as well. But what about Gusios? He was trying to control the air. But then he took too much and became really dangerous. Yeah. I don't want to think what would have happened if we hadn't reincarnated him as Gnome. Indeed. Humans and Entelechea can find a way to coexist by pushing these boundaries. Even so, I do not accept it. I will protect this world. You said that before. So just how do you plan to protect the world? I will not interfere with you, so do not interfere with me. Ahead lies one of the oldest springs in the world. Pay it due respect. So you won't answer the main question? Farewell. I doubt we shall meet again. Bye. He's gone. Such a warm and fun-loving little fellow. I wonder what he's trying to do. I don't know, but I have a bad feeling about it. Let me go ask him. Not a soul alive would refuse to answer a beautiful lass. Patty, darling, you just don't have the good graces for an approach like that to work. Rita, is something wrong? Well, I bet with his sword, with Dane Nomos, we could focus the spirit's energy on the Autophagos. Should we chase him down and ask him to lend it to us? Yeah, I don't think he's in much of a giving mood right now. Me neither. Well, whatever we do, we have to get all the spirits first. Let's focus on that for now. Okay, hier haben wir so einen Heilspeicherpunkt. Gerade rechtzeitig. Aber da war noch ein anderer Weg da oben. Schon wieder eine neue Waffe? Krieg die Dinger zu schnell. Guck mal, ich habe noch nicht mal das durchgelernt. Ja, auch stärker. Who would have guessed?
Ja, nee, okay. What the fuck? Was war das mit dem? Das Ding war ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ja, das Ding beschützt doch bestimmt eine Truhe, oder? Vielleicht auch ein Gigantomonster, wer weiß. Ja, und dann haben wir einen Heilspeicherpunkt, dann ist das kein Problem. Die geben mich am meisten hier. Blastium-Erz, Silbererz, bla bla bla. Ja. Oh, da ist aber noch ein Weg. Geht's noch weiter nach oben. Cowards. Now this is my style. Ja, die will zaubern, aber man lässt sie nicht. Okay, oder sie rennt einfach verwirrt durch die Gegend und haut die Gegner. Das ist natürlich auch noch möglich. Dadurch dauert ein Kampf immer mega lang. Guckt euch mal Carols Waffe an. Ist tatsächlich ein Bohrhammer. Im wahrsten Sinne. Hat viel zu lange gedauert. Okay, die droppen Lotteriegummis und Mischgummis zum Beispiel auch. Kann ich ruhig mal ein Mischgummi futtern, oder? Und wieder eine neue Waffe. Ach, ich krieg zu viele Waffen. Na gut, das hat sie ja eh gerade durchgelernt. Gut. Merkwürdig, dass sie keine AP verliert, wenn ich das. Eigentlich müsste sie welche verlieren. Lebensheiler, Immunität. Oh well. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich mich gerade zu einem Gigantomonster begebe. Weil eigentlich müssen wir ja nach unten. Wie weit geht dieser Weg hier noch? Geht's wieder runter? Ja, hier komme ich wieder nicht durch. Natürlich nicht. Ich hoffe, das war's wert. Alexandrit, ein Juwel, das die Entschlossenheit stärkt. Erhöht maximale KP und TP um 25%. What? Das ist ja mega viel. Wer könnte das am besten gebrauchen? Tendenziell würde ich sagen, Estelle, weil sie am wenigsten AP hat und sie auch dann mehr zaubern könnte, um zu heilen, weil die Heilerin ist am wichtigsten. Weil Rita hat ja mit TP gar keine Probleme mehr, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen ihrer Ausrüstung oder so. Ja, deswegen. was trägt Estelle denn gerade? Stellt mitunter, ja, dann würde ich doch mal spontan sagen, kriegt sie das hier. Ja. Seems good. Gut, dann hat sich der Weg wenigstens halbwegs gelohnt. Nervt mich nur, dass ich hier wieder mal nicht durchkomme. Ja, daneben, egal. Es verfolgt mich auch zum Glück nicht. Dann gehen wir jetzt mal weiter den Weg entlang.
den wir eigentlich gehen sollten. Ziemlich großes Gebiet, also größer als diese Kristalllande auf jeden Fall. Ich frage mich, ob in der kompletten Lösung irgendwas darüber steht, dass ich da und da nicht rankomme, weil wegen Reasons. Was haben wir denn hier? Also rechts, Barmutsträne, nach links, bla, Drachenprotektor, Quitia-Reif und Heldenmantel haben wir auch gefunden, nehmt dann den unteren Weg, Todbringer, anschließend geht es links weiter, pass runter, Ananasgummi, Saturn, Klau und Alexandrit, geht den ganzen Weg zurück und nun links runter, es folgt eine Sequenz mit Duke. Es gibt hier eine Truhe mit Fallbeil und einen Speicherpunkt, lauft erst einmal nach rechts, bis ihr zu Sternenstab kommt, im Norden gibt es wieder eine Fake-Truhe. Für den Sieg erhaltet ihr diesmal Drachenpanzer. Dann gibt es noch einen Drachenhelm. Und dann müssen wir irgendwann eine Höhle betreten. Schwächen, Erde und Finsternis. Resistenzen, Feuer, Wind und Licht. Oh boy. Stellt bei Rita nur Finsternis und Erdmagie ein. Lasst Esther nur heilen und stellt ihre Lichtmagie aus. Ihr solltet mindestens Level 57 sein, okay. Bin ich, glaube ich. Lichtmagie ausstellen bei Estelle und bei Rita nur Finsternis und Erdmagie einstellen. Das sollte ich jetzt am besten schon machen. Wobei, das kann ich auch machen, wenn ich bei der Höhle bin. Denn der hat mega viele Resistenzen, der gute Kollege. Und ich habe schon wieder vergessen, wo wir lang müssen. Links oder rechts? I don't know. We shall see. Dann wird der Kampf wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil sie viele Magien gar nicht benutzen können. Okay, es ist auf jeden Fall ein anderer Weg. Ja, können wir eh nicht dran vorbei an den Baumstämmen. Pass auf, nachher hätte ich schon längst den Hexerring haben können, war nur an der falschen Stelle. Ja, und hätte schon längst den Hexerring haben können mit der Dingsenswahl. Lass mich mal eben nochmal lesen. Lauf nach rechts, bis ihr den Sternenstab kommt. Im Norden gibt es wieder eine Fake-Truhe. Dann muss es ja hier weitergehen. We got a head start. It doesn't seem fair. Hier geht's nicht um fair. Schön daneben. Nice job, Rapid. Ja, die droppen Mischgummis auf jeden Fall. Deswegen sollte ich die benutzen, um zu heilen. I'll take him out. It doesn't seem fair. Wahnsinn. Hier, wir haben jetzt schon wieder zu viele Forking Paths. Nehmen wir schon mal den Sternenstab. Gucken wir doch mal, ob das stärker ist als das hier. Na, zumindest magisch mäßig. Ewige Hilfe und ständige Zeitbombe. Was sind denn das für Fertigkeiten? Ewige Hilfe. Die Wirkung eines Hilfszaubers dauert ab und zu den ganzen Kampf hindurch an. Okay. Na gut, aber ich meine. Das war das andere. Ständige Zeitbombe.
Das Überlimit endet nicht, während eine Explosivart eingesetzt wird. Okay. Oh well. So, was stand da nochmal? Lauft erstmal nach rechts, bis ihr zum Sternenstab kommt. Im Norden gibt es wieder eine Fake-Truhe, für den Sieger haltet einen Drachenpanzer. Unten gibt es noch eine Truhe mit Limit-Trunk 2. Links davon Drachenhelm und rechts davon Mischgummi. Also nach Norden und dann nach unten. Wenn ich das richtig deute. Fake-Truhe. Sorry, but you're going bye-bye. Dann müssen wir Magien anpassen, damit wir den Gegner nicht die ganze Zeit gar keinen Schaden machen. Oh, das ist eine starke Truhe. Noch Schaden. Okay, so stark war es jetzt auch nicht. Ich habe nicht mal gesehen, wie viel Kohle wir gekriegt haben. Der Drachenpanzer, der ist auf jeden Fall stärker als die seltene Brustplatte. Ja, wenn auch nicht wahnsinnig viel, aber okay. Jedes bisschen hilft ja, ne? Bin ein bisschen am überlegen, ob ich nochmal kurz zum Heilspeicherpunkt gehe, weil ich habe schon ein bisschen... Okay, wahnsinnig viele sind es jetzt auch nicht. Oh well, wir haben ja die Zeit, nicht wahr? So verwinkelt. Und ich müsste euch das jetzt nicht mal zeigen. Hier gibt es auf jeden Fall kein Gigantomonster. Ist ja auch mal eine willkommene Abwechslung. Leider habe ich dafür ganz viele Sachen, wo ich nicht rankomme. Können wir da alles im Endgame machen. Oder ich, offscreen, weil es nicht interessant ist. Oh Gott, wo kommt... bin ich jetzt... woanders? I'm so confused. Ja, das ist doof, wenn der Gegner umgeschmissen ist, treffen manche Attacken nicht. You thought you could win? Okay. Limit-Trunk. Näher mich also, ne? Ist immer so doof, wenn es so einen langen Weg gibt. Und auf der anderen Seite auch ein Weg ist, und weißt du nicht, wo es lang geht. Weil ich hätte mir ja die Sachen merken können, die da standen. Hab ich aber nicht. Weil ich mir nichts merken kann. Jetzt machen die Monster wieder Jagd auf meine Mages. Ist natürlich ein bisschen doof. Also Rita soll nur mit Erdmagie und Finsternis mal hier angreifen bleiben. Peter schaffe ich jeden Kampf, die heilt so gut. Entschuldigung. Estelle. Habe ich verwechselt. Geht so, ne? Und Lotteriegummi. Frag mich, was passiert, wenn ich das einfach benutze. Oh, nichts. War's schon. So, jetzt gehe ich den anderen Weg runter, nur um dann da wahrscheinlich das zu finden, wo es weitergeht. Oder auch nicht. Vielleicht auch doch. I have no fucking idea. Mischgummi, toll. Ah, oh, zu viele Wege. Guckt euch das mal an. Okay, hier geht's dann weiter. Gut. Too many fucking paths. Okay, da komme ich auch nicht durch. Deswegen müssen wir jetzt gleich nochmal hoch. Und dann müssen wir wieder links. Und an dem komme ich, ja, komme ich sogar vorbei. Und dann gehen wir in die Höhle. Also, bevor ich die Magie... Nachdem ich die Magie umgeändert habe. Meine Güte. Ja, wird schon langsam spät. 20 vor 10. Da funktioniert das hier nicht mehr so auf 100%. Dann haben wir endlich alle Geister zusammen. Wir nähern uns also dem Endgame schon ziemlich stark. Alright, here we go. Ja, droppen wir mal Mischgummis.
Ein Drachenhelm. Okay. Ist er der Einzige, den ich tragen kann? Zumindest von meinem Standard-Team, ja. Gut. Nehmen wir. So, also nochmal zurück. In Richtung Höhle. Dann haben wir es bald geschafft, Leute. Zumindest für heute. Für diese Woche, sozusagen, für euch. Okay, wenigstens verwirrt. I'll take him out. It doesn't seem fair. Es geht hier nicht um Fairness. Ich muss überleben. Ist der wieder? Ah, dann hau ich aber mal zu. Statt zu zaubern. Angel Ring ist bestimmt auch nicht Magie, muss ich ausmachen. Meteoritenschirm muss ich auch ausmachen. That was so easy. I'm even stronger. Zumindest krieg ich noch Level. Ah ja, war ein Baumstamm, ne? Ja. Deswegen kann ich da auch noch nicht lang. Okay, also. Ein Ananasgummi für Repeat. Orangengummi lasse ich erstmal noch. Egal. Apfelgummi einmal so. Okay, jetzt muss ich die Arts einstellen. Eben kurz gucken. Nochmal. Finsternis und Erdmagie ein. Lass das denn heilen und stell die Rilllichtmagie aus. Okay. Also nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Also, Steinhagel machen wir mal. Wie mache ich nochmal? Achso, an. Können wir anlassen? Können wir anlassen? Können wir anlassen? Müssen wir ausmachen? Können wir. Achso, doch. Ist doch Finsternis, ja, klar. Champagner aus. Kalte Dusche aus. Traktorstrahl. Hat kein Element. Müsste ich also eigentlich anlassen können. Sprengflute ist auch bei ihr aus, witzigerweise. Ah. Achso, habe ich schon ausgemacht wahrscheinlich. Ja. Höllenpein. Unschleuder, Meteoritensturm. Warte mal. Meteoritensturm ist kein Feuerzauber? Dann müsste ich den eigentlich auch anlassen können. Dämonenlanze. Jo. Hat wohl kein Element. Oh well, lass ich an. So. Engelsring. Ja, Lichtzauber aus. Photon wird auch ein Lichtzauber sein. Dann hat sie im Prinzip aktuell nur. Ah. Hat nur Heilung an. So wie es soll. Juri, warum hast du. Ah, scheiß drauf hier. Take this. Ich denke, wir sind jetzt bereit. Und immerhin kann ich den Overlimit spammen mit Rita, sodass sie Zauber spammen kann. Auch wenn es nicht ganz so viele gute Zauber sind. Ja, das ist mal eine Aircrane, ne? Hallo. Bin hier. Dampfe noch mal eben schnell auffüllen. Momentchen. Kleiner Schluck. So, okay. So this is the oldest spring in the world. It's so quiet. The air is so clear. It feels holy. Never would have thought a place like this was at the bottom of the mountain. I feel so at ease. Vielleicht kommt der Boss, dann der Bossgegner so. This isn't really a good time to kick back and relax, but it is so peaceful. Ja, noch. Watch it. That's air, not water. It's really dense. You shouldn't go near it. You came. Hey, that's Titten. We met you at the castle, didn't we? Chroma, was it? It doesn't look like you're trying to avenge Alexei. Duke didn't listen to you, did he? He's trying to protect the world in his own way.
So what is Duke trying to do? He's trying to exchange the lives of humans to protect the world. What? Why would Duke do something like that? He doesn't trust humans. But Duke helped us! He even lent us his beloved blade! I assume he saw some of himself in you. Or perhaps he thought he wouldn't have to get his hands dirty as long as you were around. What do you... Why are you telling us about Duke? I think it's time you showed who you really are, Aunt Lakea. Huh? Oh. How did you know? That form. What do you want? Is this just a roundabout way of saying you're not going to help? I too cannot trust humans. But neither do I want to see him take revenge on his own kind. If you can truly save the world, then I will not refuse to help. However, you have chosen a different path. You will likely confront each other. Yeah, maybe. If he is beyond your power, then nothing in this world can stop him. I will test your strength. Okay. Here she comes. And let's do it. I am so gonna make you hurt. Zauber. Sieh zu. Irgendwas hat sie gerade geheilt. If you cannot defeat me, then there's no point in facing Duke. Guess that's what we get for taking on an Aunt Lakea. Come on, guys. Stay sharp. I'm not finished with you yet. We'll keep playing with you till you die. This is my wager. Will you win or will I? Nothing more than wir, that. Du machst gar keinen Schaden. Du kommst gar nicht dazu. So. Das arme Viech kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Zauber, Zauber, Zauber! Das war's schon. We will do as you requested. Leave the rest to us. Wir haben's schön geownt. Kriegen jede Menge Erfahrungspunkte, bisschen Geld. Na geil. Regenbogenlinse. That's the logical outcome. I can do even better than this. Ja, die Erfahrung nehme ich gerne mit. Marvelous. Perhaps you all can indeed save the world. Chroma. Do as you wish. Estelle, come on. Judith? Right. Do it. It worked! She's sleeping. It's the same as with Gnome. A new comrade has been born. One who controls the winds, at times calm, at times violent. She is not taken by air, as was known. She should wake before long. Thank you, Undine. Chroma did say she wanted us to stop Duke. It seemed like Chroma knew a lot about Duke. Indeed. Maybe we can ask her more when she's awake. Let's head back for now. Right. We don't have time to just hang around here. Oh, not that path again. These old bones of mine are tired.
Ich habe wohl keine Wahl, ne? Ich muss wohl... Ist da noch eine Truhe? Ich glaube. Hier, hast du ein bisschen Geld. Warum auch immer. Ich meine, wofür brauche ich das? Da habe ich auf jeden Fall die vier ich will schon wieder Erdgeister sagen. Ein Gebiet mit negativer Ausstrahlung? This sure is a lonely place. It's just rocks and mountains, and the wind just sounds so lonely. It feels more desolate the longer we're here. Let's finish up here and get out soon. But the sun is so warm and feels so nice. Well, aren't you optimistic? Oh? But this is the perfect time for a picnic. Maybe we are lucky to have sunshine. I mean, it looks like there could be a sandstorm any moment. I guess we were letting the atmosphere get to us. Come on, it's not so bad. Yes, let's keep going. They sure cheered up quick. Kann ich hier wirklich nicht durchgehen? Nö. Ich muss jetzt wirklich diesen ganzen Weg wieder zurück. Das ist so... ich weiß nicht. So ein Design-Flaw. Wie gesagt, in Dragon Quest 11 kannst du einfach ein Item benutzen und das portet dich dann raus aus dem Dungeon. Es sieht fast danach aus. Ja. Gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob noch Cutscenes kommen. Das ist ja häufig der Fall. Wenn wir hier so rumlaufen. Deswegen lasse ich die Aufnahme jetzt erst noch laufen. Das Ding ist halt... Könnte halt, ganz schön lange dauern, bis ich hier wieder rauskomme. Also jetzt kann ich auch deren Magie wieder ändern. Oh, stimmt. Heilige Lanze hatte ich bei ihr gar nicht ausgemacht. Oder hat sie das Neue gelernt jetzt vielleicht erst? Oh, ich stehe übrigens gerade auf, deswegen zaubert Rita nicht. Ich habe vergessen umzustellen. Artes. Ja. Das habe ich vergessen auszuschalten. Oder nee, zweimal Nutzung erst. Habe ich wohl gerade erst gelernt. Na gut, die Sachen sind wieder an. Das brauche ich ja eh nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, was benutze ich bei ihr denn? Die mache ich wieder an. Ringflut mache ich an. Den Zauber mag ich ehrlich gesagt nicht so gut. Das, ist irgendwie ein bisschen komisch. Der Rest passt ja soweit. Hier oben war der Heilspeicherpunkt, ne? Ne, noch nicht ganz. Oder unten nochmal? Ey, ich hab doch keine Ahnung. Ich glaube, hier oben war eine Truhe. Ja. Ich muss mich hier durchquälen. Und ihr auch. Aber meine, gut, ihr könntet eigentlich schon abschalten, weil storymäßig wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel passieren, außer vielleicht noch ein paar Laber-Laber. Cutscenes. Ich hab irgendwas gelernt. Kaminflamme. Konnte sie das vorher schon? Ich glaube nicht. Nee. Hast du das mal gelernt? Kaminflamme. Nett. Eine Lanze macht auch ein bisschen Schaden. Kann man auch mal machen. Naja, ich habe ja gesagt, heute wird der Part ein bisschen länger. Und klar, ihr wisst natürlich jetzt schon, wie der Part hieß. Goddammit, ich komme nicht dran vorbei. Wenn ich ihn so genannt habe, wie ich gerade in meinem Kopf denke, dann müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das ein wirklich guter Titel für diesen Part ist. Weil ich versuche ja immer irgendwie, das so zu nennen, dass man wirklich was damit anfangen kann. Und auch wenn der ein bisschen sarkastisch gemeint ist, wenn ich den genommen habe, den ich im Kopf habe. Ich will es halt auch nicht sagen, weil nachher habe ich ihn anders genannt. Ich bin irgendwann schnapp oder so und dann ist das, was ich hier gerade erzähle, sowieso alles Schwachsinn. Gott, aber dieser Ort ist so riesig. Oh, Cutscene. Siehste? Zur Hälfte oben. Halfway up. If the air were a little more stable, I could get Baul down here. So, jetzt kommt natürlich der Geist und sagt, klar, mache ich. Dann müssen wir nicht den restlichen Weg laufen. Ist das gut? Consciousness. The
morning, lass. Guess she's awake. So, would you still prefer to be called Chroma? No, I am no longer the Entelechea known as Chroma. You should give me a new name. Well, how about Sylph? It means the binder of winds. Sylph. Very well, that shall be my name. Okay, Sylph. Nice to meet you. Again. A pleasure to meet you too. Sylph, would you tell us why Duke hates humans? Very well. You know about the Great War, right? There were Entelechea who chose to live with humans, and those who chose to oppose them. The Great War was between humans who broke an ancient prohibition and the Entelechea who opposed them. And the war ended when the hero Duke won victory for the humans. Duke's a hero? Really? That's one of the truths the Empire's hiding. They glossed over it by spreading convenient little lies. It was simple but efficient. Patty? Humans alone could not have won that war. Elucifer, the leader of the Entelechea advocating living with humans, fought alongside them and granted them victory. Are you serious? Even I never heard that. But what does this have to do with Duke not trusting humans? Elucifer was Duke's friend. Duke fought with Elucifer against the leader of the ones who opposed humans and defeated him. However, once the war ended, the Empire feared Elucifer's power. They assaulted the injured Elucifer and took his life. He had promised Duke that he would merely watch, but it didn't matter. No. Now I get it. Anyone would stop trusting humans after that. I had no idea that was going on during the war. It must have been so hard on Duke. But it doesn't matter how badly he was betrayed. He has no right to sacrifice every human life. If you do not destroy the Autophagos before Duke, in the end, humanity will be destroyed. Hurry. I have calmed the winds. I believe Ba'ul can reach you now. Thank God. Der Weg ist zu verwirrend. So the spirits are working out all right, but... Duke isn't. Yeah. Ba'ul rufen und Ort verlassen? Ja. Klar, ich hätte jetzt noch speichern können, aber... We managed to get the four elemental spirits! Yeah. Now. We have to convert the world's Blastia cores to spirits. Right. If we could control the Autophagos with just those four, then we wouldn't need the others. That thing is not exactly something you want to take on lightly. We better make damn sure we're set. There's no second chance. I know. Just by creating the spirits, we've already changed Terka Lumeraes. Even if it is to save the world. We've been making these decisions all on our own. Now we're changing the lives of everyone in the world. That can't be just our decision. Yeah, you're right. If we can't get them to understand what we're trying to do, we're just as bad as Alexei. But we don't have time. But we can still talk to the Imperial Knights and the Guilds, right? But if they don't approve of how we're doing things, we will become the Great Evil. I can't stand by and watch the world be destroyed. Even if Duke manages to save the world his way, it doesn't mean anything if there's no one left to live in it. So I don't care if people call me evil. What are you going to do? If you want to get off, now's the time. I'm going. My life belongs to brave Vesperia anyway. Me too. Pharaoh and Bellius left it to us, and I don't like leaving things half finished. I know what it feels like to regret what you didn't do. If I stop now, I'll really regret it. Yeah, me too. I don't want to feel like that. No matter what path I choose, I can take whatever happens. I've learned that on this journey. And the people of the world will understand. They're strong enough to take a changing world. Yeah. We do this today so we can laugh tomorrow. That's what I believe. Genau. What are you gonna do, Patty? It's obvious, isn't it? I'm coming too. All right, everyone. Together until the end. So let's get ready and then go talk to His Majesty Yoder and the people in the Union. So what exactly do you need to get ready? Leave it to me. I want to stop by a city somewhere.
I need to pick up some stuff. How about Port Noor? It's at the edge of Illichia. I want to find out what's happened at Emmead Hill since the road was blocked too. Let's go. Werden wir bald vielleicht noch was über Patty lernen, eventuell. Maybe, maybe. Are you angry, Yuri? Yeah, a little. Is it about the events of Duke's past that Sylph shared with us? So basically, Duke's doing what he's doing to clean up the mess made by an idiot. The whole thing is just so stupid. Even though Duke and Lucifer were both fighting for humanity's sake, it's so sad. Like the hero who shined so bright that people couldn't look at him and got scared. The overwhelming power caused people to fear him. It's all so stupid. Okay. Bevor ich aber irgendwo hinfliege, wo die Story weitergeht. Hab ich gerade eine Cutscene getriggert? Is Bile doing all right? Sure he's not getting too tired? No, he's fine. But he's uneasy. What's wrong? The apatheia within him isn't enough to undergo spirit conversion yet. But he knows that someday he will need to give up his current form and become a spirit. Well, humans are all going to die sometime, but we don't spend every day worrying about it. I imagine some people do. Are you saying Baul is that weak? He's far more delicate than you, Yuri. Dying, in his case, isn't exactly death like we normally think of it, though, right? But it does mean that his consciousness will disappear and be replaced by something new. So it's basically a fear of the unknown. That part of it is actually not too different from us. The other Intellikea have accepted that they must become spirits. They feel it is their duty to maintain the stability of this planet. Baul's got a mission of his own though, doesn't he? I mean, what about his commitment to destroy all of the Hermes Blastia? The determination necessary for destroying Blastia and becoming a spirit are very different. Baul still lacks the resolve to give up his identity as an Intellikea. I think lacking it is a lot healthier if you ask me, and I certainly understand. He seems pleased that you understand him. Still, I worry about him going on like this. Do you want him to become a spirit, Judy? No, not in the least. But I wonder what the Intellikea, what the spirits themselves must think. What's going on? I'm not sure. Baul and the spirits are communicating. Or something like that, but without using their voices. Yes. What happened? He says we shouldn't worry about him. But what was all that? The spirit said something to calm him down. Maybe they told him how easy they've got it. Yeah, probably. At any rate, it's impossible for him to become a spirit now. We're going to have to go on depending on you until the journey's over, Baul. He wants you to know you can count on him. Okay. Baule Katzin. God damn it. Undine, Efreet, Gnome, Sylph. The spirits of the four great elements have been born. The Intellikea were thinking of the planet after all. I was worried there for a little bit, but that wasn't too bad. Yuko surviving by the skin of our teeth, not too bad? Ha! Ow! Anyway, we can defeat the Autophagos for sure now, right? Not yet. There's still too many unknown variables. Hypothesize, test, evaluate, then prove. We have to follow the proper steps to ensure success. I'm not even sure how effective the four elements will be in converting air to mana yet. Wait, could the mana from the loss of materialized air created by the spirits be maintaining the balance? If so, then I shouldn't be measuring the actual value, but... No, that's not right. I mean... Okay, she's gone. Yep, I'd say there's nothing to worry about. Okay, darf ich jetzt wieder steuern? Ja, darf ich... was machen? Ich möchte nur was machen. Nämlich meine Vorräte auffüllen.
Gut, ja, storytechnisch war es das jetzt endgültig. Beim nächsten Mal werde ich, also ich gucke in der Zwischenzeit nach, wie das jetzt mit dem Hexerring geht, damit wir in diese komischen Stein-Felsruinen, die überall verteilt sind, rein können. Weil da kommt man dann halt in so eine Grotte rein und muss gegen so einen Bossgegner kämpfen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was man kriegt, aber halt auch, damit wir unseren Hexerring endlich mal auf die nächste Stufe aufrüsten können, damit der halt durch diese ganzen Barrieren halt durchkommt. Und ich meine, Juri hat es ja gerade gesagt, dass wir zu Emmett Hill einmal hin sollen, auf jeden Fall noch. Um da zu gucken, was sich da verändert hat. Da war Patty dann irgendwie ganz komisch auf einmal. Hm. Ja, und nachdem wir dann den ganzen Kleinkram gemacht haben, geht's mit der Hauptstory dann auch weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Jetzt sind wir doch leider über die 2 Stunden drüber gekommen. Ich hatte gehofft, dass wir genau unter 2 Stunden knapp bleiben. Egal. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt, bei Tales of Vesperia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ja, tschüss.